Ja, hallo und herzliches Grüß Gott, einen guten Tag zu einer weiteren Folge von Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wird sich das jemals ändern? Kommen wir jetzt zum zweiten Teil und schauen mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ist das wirklich wahr? Und Herbert, was macht dein Training? Das hat er doch vorher gewusst. Das geht dich nichts an, Alter. Und wer mich blöd anmacht, der kann was erleben. Kapiert? Schon kapiert. Ich weiß gar nicht, warum er so. Das ist der aggressive Herbert. Gut, dann haben wir hier einen Waffenknecht. Was liegt denn hier? Athanos, ohne Karte. Da schauen wir gleich mal nach, was bei Athanos ist. Wird sich das jemals ändern? Okay, da befinde ich mich also in dieser Burg und der Insel Athanos. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay. Zur kurzen Orientierung nochmal gucken, wo wir eigentlich sind. Gibt es hier noch was zu holen? Ups, Kamera. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ja. Okay, das ist wieder unsere Kaschemme. Da gehen wir doch jetzt nochmal rüber zu unserem. Hunter hieß der, ne? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ach, jetzt liegt hier ein Waffenknecht. Ich weiß gar nicht, warum er sich gucken, so aufregt. Wo der Hunter ist. Er hat auf die falschen Leute gehört. Keiner, hier ist auch keiner. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Meinst du, mir geht es besser? Oh, Hinz und Kunz. Ich kann das nicht glauben. Ah. Das sind Hinz und Kunz noch, ne? Das war doch schon vorher klar. Genau. Ah ja. Ich glaube nicht, dass sich das ändert. Und? Wie sieht es aus? Meinung. Gut, sehr gut sogar. Ich habe nämlich noch niemals Arrest bekommen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okidoki. Gucken, was mit Hinz und Kunz so ist. Hey du! Okay. Wie sieht es aus? Keine Ahnung. Frag besser Hinz. Okay. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Achso, ja. Okay, bei dem kann ich Akrobatik lernen. Wie sieht es aus? Keine Ahnung. Frag besser Kunz. Okay, die haben wohl nichts. Oder ich frage nochmal Kunz, vielleicht kommt da noch was. Wie sieht es aus? Keine Ahnung. Okay, die beiden sind jetzt durch. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt muss ich wieder rüber zu dieser schönen Halle. Ach, es geht das nach oben. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Stimmt ja, und respektive auch nach unten. Aber wir gehen zuerst mal nach oben. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Die Wendeltreppe. Und selbst ist er nicht darauf gekommen. Ui! Stimmt ja, da war ja nichts. Probleme habe ich kommen sehen. Warum hat das hier ein totes Ende? Das ist wirklich nicht mein Problem. Weiß ich nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Okay, dann gehen wir nach unten. Aha! Das ist wirklich nicht mein Problem. Ach, da ist ja der Oliver. Ah, das mir deucht was. Ich hab's ja vor Jahren mal angespielt. Das war doch schon vorher klar. Für den König. Oliver, darf ich dich was fragen? Für den König, Roland. Na, was hast du auf dem Herzen? Ich hörte, dass ein Schiff hier angekommen ist. Ja, du hast recht. Aber hierzu darf ich euch leider nichts sagen. Strenger Befehl vom Marbot. Ich soll euch nur mitteilen, dass es bei strengster Strafe verboten ist, das Schiff zu betreten. Frag mich nicht, warum. Mehr darf ich euch wirklich nicht sagen. Sprich lieber selbst mit Marbot. Vielleicht lässt er sich ja erweichen und sagt dir etwas mehr dazu. Das wäre ja wohl das erste Mal, dass Marbot mehr sagt, als er für nötig hält. Aber danke noch für den Tipp. Nichts zu danken. Viel Erfolg noch. Okay. Und dann schauen wir mal, ob ich hier durchkomme. Ich komme durch. Ah, das ist lange her, das ist lange her, das ist lange her. Oha. Und schauen wir, wie wir da alles haben. Ritte? Tankred. Tankred? Tankred. Hallo Tankred, alles in Ordnung? Ja, Roland, danke für die Nachfrage. Ach, die sind alle so freundlich da. Ganz im Gegensatz zu diesem Heribert oder Herbert oder wie er heißt, Hubert. Solche aggressiven Leute merke ich mir nicht. Kuno. Mhm, Kuno. Stimmt, Weltmeister im Kuno fahren oder Kanu fahren. Nein, Kuno. Ich grüße dich, Kuno, Hüter der Waffenkammer. Und, wie sieht es aus? Spar dir deine witzigen Bemerkungen, Roland. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Nerven. Wenn du neue und bessere Waffen haben willst, dann frag mich einfach ohne lange Vorrede. Umsonst gibt's aber bei mir nichts, verstanden?
Aber von den Schwertern, die hier in der Waffenkammer hängen, lässt du gefälligst die Finger, klar? Sonst gibt es gewaltigen Ärger. Bei Diebstahl verstehe ich keinen Spaß. Kannst du mir vielleicht sagen, warum du heute so gereizt bist? Nein, kann ich nicht. Und nerv mich jetzt auch nicht mit weiteren Fragen. Okay. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn hier? Ein beschädigter Schild. Waffenschutz plus 2. Naja, gut, okay. Das ist ein Händler, der sehr kurz angebunden ist. Der Kuno. Okay, Tankred. Also, wenn ich hier irgendwo rangehe, wenn hier irgendwas liegen sollte. Klar, gibt's einen auf die Pfoten. Gletscherquarz? Ja, ich weiß nicht, glaube. Nee. Aber von den Waffen darf ich Dings. Doch ganz einfach jetzt mal gespeichert. Da wird aber jetzt einfach mal gespeichert hier. So. Risiko ist alles. Würste? Okay. Man weiß Honig. Gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ah, ich voll der Honig hier. Hat er doch vorher gewusst. Der Hesse immer sagt. Gletscherquarz. Okay, hier kann ich ruhig kleinen Dingel nehmen. Hier ist hier noch was. Hier ist doch was. Ist was? Ja, das sind grobes Breitschwert. Achso, ja. Okay, da wird er natürlich mir auf die Finger gehauen. Gut. Gehen wir mal weiter hoch. Da bin ich jetzt total blöd. Ist das wirklich wahr? Nee, es geht noch weiter hoch. Von mir hat er das nicht. Okay. Habe ich noch gar nicht gewusst. Wie schon gesagt, ich orientiere mich. Ich muss hier mich völlig neu orientieren. Wir sind alles Betten. Tankred liegt hier. Tankrad. Tankred. Tankred. Ja. Mal gucken, wenn wir hier mal aus dem Fenster gucken. Was gibt's hier? Ja, nicht viel zu sehen. Springen wir mal. Nicht rausspringen, bitte. Okay. Hätte ja sein können. Gut, okay, das ist hier ein Mannschaftsschlafsaal. Ja, nochmal eine Stufe höher, immer hoch hinaus. So, hier können wir rausgucken. Oh, mal gucken. Die Aussicht genießen, liebe Leute. Das sollte man auch mal sich die Zeit für nehmen, finde ich. Oder ist der Brunnen? Ja, ich kann mich deutlich erinnern. Oh, Alter, das wird richtig cool. Das wird richtig... Oh, jetzt können wir warten. So. Dann haben wir wieder so eine Zwischentür. Ja, ich kann mich erinnern. Gab so viele Zwischentüren hier. Meine noch irgendwo ganz oben war so ein Magier oder so. Oh, Jonathan, was grillst denn hier? Scavies, wa? Jonathan, mein Griller. Okay, der hat noch nix. Gucken wir mal ins Log. Grundausbildung. Wenn die Zeit meiner Grundausbildung vorüber ist, bekomme ich den gewöhnlichen Waffenrock der Waffenknechte. Und wie lange das dauert? Die Grundausbildung und was muss ich tun? Na, nur wie lange es dauert? Toll, okay. Paladin, das ist natürlich die Hauptquest. Und tschüss. Was haben wir bei uns im Inventar? Irgendwelches Fleisch, was wir braten können? Nein, haben wir nicht. Ein doppelter Abfall, Pilztabak. Mein Gott, ich bin Dampfer. Ich rauche doch schon nicht mehr. So, Kochlöffelchen. Nein. Ah, Wasser. Hier kann man schön Sachen holen. Das ist doch lange bekannt. Äppelsche. Man darf halt nicht. Nein. Gut. Gucken wir. Ja, hier kann man schön Sachen wegnehmen. Das ist lecker. Gut, irgendwas hier versteckt. Man weiß es ja nicht. Guck lieber überall nach. Der Schlüsselgeschichte war es ja auch ein bisschen schwierig damals. So, Alter, sind das alles... Oh Gott, das ist aber alles sehr viel hier. Hier kann man schön Proviant abgrasen. Oh Gott, rum. Heftig. Käse. Trinken. Brot. Käse. Man darf halt nicht alles glauben. Ja... Der arme Kerl kann einem leid tun. Lecker Brot. Daran wird sich nie etwas ändern. So, und nochmal Käse. Und jetzt hier auch für Wasser ist gesorgt. Und leckere Proteine und Omega-3-Fettsäuren. Indem wir ein bisschen Fisch reinpacken. Also ich muss schon... Oh!
Also ich achte immer so auf Details, ne? Zum Beispiel bei einigen Mods oder auch bei einigen Mods ist es so, dass so ein Kamin immer schön direkt an so einer Holzwand von einer Holzhütte drin ist. Man müsste eigentlich im Grunde genommen die ganze Hütte abbrennen. Hier ist alles aus Stein, das ist auch ganz gut, feuerfest und schornsteinfegergerecht. Nur da fehlt das Ofenrohr. Aber dafür ist hier das Fenster groß genug, da kann der Rauch abziehen, damit dann Jonathan nicht an Rauchvergiftung ums Leben kommt. Ich weiß gar nicht, Gottfried! Hey! Das kann er nicht ewig so. Hallo, stolzer Ritter! Wie sieht es aus? Vortrefflich, Knappe. Stets bereit zu neuen Taten. Und Roland, alles klar? Naja, du weißt ja, wie ich mich fühle. Solange ich mich nicht bewähren kann, werde ich wohl niemals die Möglichkeit haben, Paladin zu werden. Tja, hier auf Athanos wird wohl nie etwas passieren, außer dass man einen Lurker oder einen Wolf zur Strecke bringt. Aber jetzt ist doch ein königliches Kriegsschiff, die Albatros, in unseren Hafen eingelaufen. Wenn du wirklich Paladin werden willst, dann solltest du versuchen, auf dem Schiff anzuheuern. Vielleicht suchen die ja noch einen Mann. Du solltest mal unbedingt mit den Abgesandten des Kriegsschiffes sprechen. Das ist doch nichts Neues. Soviel ich weiß, wollen diese in die große Halle kommen und mit Marbot sprechen. Okay. Daran wird sich nie etwas ändern. Die große Halle, ich glaube, die ist unten. So, aber jetzt nehmen wir zur nächsten Etage hier hin. Ich glaube, irgendwie da war was mit Magier, ich weiß es nicht. Das ist doch nichts Neues. Okay, wieder ein Mannschaftsraum. Irgendwas Geheimes. So, Bedjumping. Und zack. Mein Gott, die Federn gar nicht mit Betten. Das waren damals harte Betten. So, das sind alles schöne Truhen. Da gehen wir, können wir noch nicht ran. Wir haben noch kein Schlösser knacken. Auch gut. Schlösser knacken gelernt. So, da steht wieder einer. Hier ist eine Ritterrüstung. Ein Deko. Gut, hier ist also nichts weiter als ein Schlafsaal. Ein weiterer. Mein Gott, das muss ja ein Riesen. Oh, jetzt steht da einer. Hups, sieht er hier sie. Entschuldigung. Walter. Hallo Walter. Walter. Und? Alles klar bei dir? Ja, Roland, alles klar. Und bei dir? Ja, ja. Alles in Ordnung. Hatte ich den eben nicht schon gehabt? Mir keine Namen merken. Okay, nächstes. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, also müssen wir hier einen Schlüssel für haben. Das heißt also, Moment mal, okay, das ist das vorletzte. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Die letzten beiden sind verschlossen. So, das heißt also, da wo Voltaire steht, Walter. Da müssen wir einen Schlüssel besorgen. So, schauen wir mal. Gehen wir wieder ganz nach unten. Ja. Ich kann das nicht glauben. Das war der Schlafsaal ohne Kisten, wirklich? Ohne Truhen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, das war die. Wer erzählt denn sowas? Es war genau so, wie du gesagt hast. So, was haben wir hier? Oliver. So steht es in den heiligen Schriften. Wo sind wir jetzt? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Also ein Knast. Warum erfahre ich das jetzt erst? Tatsache. Von mir hat er das nicht. So, Buchkommode. Mal gucken, vielleicht zu Experiences. Gesetz von Athanos. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, muss das gemeinsame Leben geregelt werden. Ob das in der Festung, im Dorf oder überhaupt auf der Insel ist, so wird jedes Verbrechen wieder der Gemeinschaft bestraft. Im Sinne der Gemeinschaft ist es nicht erlaubt, Schlägereien anzuzetteln oder sich in solche verwickeln zu lassen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ebenso ist ein Diebstahl ein Vergehen, das nicht ohne Folgen bleibt. Und auch die Schafe stehen unter dem Schutz des Gesetzes. Wer gar einen anderen Menschen niederschlägt und ermordet, muss damit rechnen, auf der Stelle gerichtet zu werden. Und wer dem entgehen kann, muss eine hohe Strafe zahlen. An allen großen Orten führen Männer das Amt des Rechts aus. Ihnen wird zugetragen, welche Taten geschehen, und sie fordern die Strafe ein, auf dass der Frieden wiederhergestellt wird. Denn
Denn wer Opfer eines Vergehens wird oder solche bezeugen kann, wird nicht gut auf den Täter zu sprechen sein. Es gibt natürlich auch Volk, das sich nicht um die Gesetze schert, vor allem Banditen und Söldner. Das interessiert mich. Das ist doch nichts Neues. Das war jetzt meine kleine Predigt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Sorry, wieder gespeichert. Hallo. So, und dann schauen wir mal von Schwarzkopf. Keine Werbung. Ist doch wahr. Milch. Was ist das? Hey, genau Dietrich! Dietrich hier! Yeah. Oh das ja, das keiner weiß, ob ich nicht doof. Schon genug Probleme hätte. Möglich ist alles. Okay. Oh nee. Jetzt. Oh. Das hätte er auch selber wissen als können. Ein bisschen schwierig zu greifen. Daran wird sich nie etwas ändern. Moin. Das ist kein Geheimnis. Warum erfahre ich das jetzt erst? Buch des Wissens. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hallo Raimund. Und? Alles in Ordnung? Ich glaub ja nicht, dass kein Gefangener getürmt? Aha, Waffenknecht Roland. Natürlich ist alles in Ordnung, solange ich hier der Kerkermeister bin. Verlassen. Bei mir ist noch kein Gefangener entflohen, solange ich im Amt bin. Verstanden? Das Einzige, was mir wirklich Probleme macht, ist, dass ich zurzeit nicht gut schlafen kann. Glaubst du wirklich? Warum kannst du nicht gut schlafen? Das ist kein Geheimnis. Wegen diesen verdammten Wanzen, die wir in der Burg haben. Die Wanzen? Das nicht zu fragen. Ja, die Wanzen. Jede Nacht höre ich, wie sie herumkrabbeln. Das macht mich ganz verrückt. Glaubst du wirklich? Ich habe bereits jede Wanze platt gemacht, die ich finden konnte. Ich könnte aber irgendwo müssen noch welche versteckt sein. Bei Enox, ich würde jedem 100 Goldstücke zahlen, der dafür sorgt, dass ich endlich wieder ruhig schlafen kann. Das interessiert mich nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Na, Raimund, was macht dein Gefangener? Erzähl mir nicht. Na, was soll er schon machen? Er sitzt da und starrt die Gitterstäbe an. Wird noch eine Weile dauern, bis er seine Zelle verlassen darf. Ich werde mich da nicht einmischen. Gut. Das heißt, wir haben eine neue Quest bekommen, und zwar Raimunds Schlaf. Der Kerkermeister Raimund kann wegen der Wanzen in der Burg nicht schlafen. Ich hatte mich schon gewundert, warum er es vorzieht, neuerdings im Kerker zu schlafen. Er ist bereit, jedem 100 Goldstücke zu zahlen, der dafür sorgt, dass er wieder ruhig schlafen kann. Die Wanzen werden wohl irgendwo im Hauptgebäude rumkrabbeln, wenn Raimund Pech hat. Dann sogar in der alten Bibliothek, wo niemand rein kann. Ja, okay. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Mal ein Bierchen trinke. Ich hätte das nicht gemacht. Okay, ja, das Gleiche. Dann lassen wir den Gefangenen erstmal Gefangenen bleiben. Schauen wir nochmal. Da erzählt sich ja so einiges. Raimunds Truhe, da gehe ich lieber nicht ran. Gibt es hier noch irgendein Versteck? Mehr, ne? Nein. Oder? Was da übersehen? Nee. Das ist doch nichts Neues. Textur. Das hätte er auch selber wissen können. Also die Türen sind echt schön gemacht. Da waren die schon so mit dem keiner. Stahlverschlag. Ups. Das war keine große Sache. Jetzt im Keller. Ach ja, hab ich nicht. Das Keller. Hätte ich dir vorher sagen können. Mich brauchst du das nicht. Stimmt was versteckt. Nee, da ist doch was versteckt. Das sehe ich doch. Das rieche ich doch regelrecht. Hallo? Das ist doch nichts Neues. Marbots Pfeife. Hallo, Marbots Pfeife. Habe ich Marbot schon gefunden? Yep. Glaubst du wirklich? Okay. Ich kann das nicht mehr hören. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber ich habe noch keine Quest mit Marbots Pfeife. Meine Meinung kennst du ja schon. Theodor. Ich werde mich da nicht einmischen. Hallo Theodor. Ich kann es nicht mehr viel zu tun? Hallo Roland. Deine Frage gerade meintest du doch wohl nicht ernst, oder? Eigentlich schon. Wieso? Na, aus einem ganz einfachen Grund. Was soll ich denn schon hier auf Arthanos großartig schmieden? Hätte ich dir vorher sagen können. Ja, ab und zu schmiede ich mal ein Schwert oder etwas anderes, wenn mal was unbrauchbar geworden ist. Doch weiter nichts. Große Aufträge habe ich hier schon lange nicht mehr erhalten. Ein Schmied wie ich wird erst richtig in Kriegszeiten gebraucht. Aber da können wir hier auf Arthanos wohl lange drauf warten. Das interessiert mich nicht. Wie kommt es aber, dass du ständig am Arbeiten bist, wenn du so wenig zu tun hast? Pure Langeweile. Da man hier kaum etwas zu tun hat, hatte ich mir vor einiger Zeit selbst eine Aufgabe gegeben. Und was ist das für eine Aufgabe? Ich hatte mir vorgenommen, ein ganz besonderes Schwert zu schmieden. Aber das wird wohl niemals fertig werden. Warum wird es niemals fertig werden? Weil mir die entsprechende Zutat fehlt. Deshalb. Ich habe in einem alten Buch gelesen, wie man ein sehr scharfes Schwert schmieden kann.
Leider aber scheint dieses Schwert ohne diese besondere Zutat nicht seinen Zweck zu erfüllen. Das liegt doch auf der Hand. Zumindest waren meine ganzen bisherigen Versuche ziemlich erfolglos gewesen. Und daher werde ich wohl oder übel mit meinen Experimenten aufhören müssen. Probleme erledigen sich von selbst. Ja, das lässt sich doch bestimmt ändern. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Was benötigst du, um dieses Schwert zu schmieden? Vielleicht finde ich ja das, was du brauchst. Das war keine große Frage. Na, das möchte ich sehen. Aber vergiss es. Das, was ich brauche, wirst du hier niemals finden. Was ich brauche, ist nämlich das Horn eines Schattenläufers, hörst du? Kannst du mir vielleicht sagen, wo du hier auf Artanus einen Schattenläufer auftreiben willst? Ich werde mich da nicht einmischen. Aha. Also. Der arme Kerl. Kannst du mir beibringen, wie man Pfeile herstellt? Ja, ich kann dir zeigen, wie du Pfeilspitzen anfertigst und diese an die Schäfte anbringst. Glaubst du wirklich? Cool. Kostet Lernpunkte, mal gucken, was er anzieht. Zeig mir deine Ware. Okay, natürlich Pfeile, Bolzen, Bruchstahl, glühender Stahl, oh, das tut weh. Ich habe für sowas keine Zeit. Beutel mit 120 Pfeilspitzen. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Okay, coole Sache. Das war keine große Sache. So, Theodörchen. Wer erzählt denn sowas? Jetzt muss ich mir wer. Den hatten wir schon gehabt. Kuno hatten wir ja schon. Liegt doch auf der Hand. Habe ich jetzt eigentlich alles durch? Ich glaube ja. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ja. Irgendwann muss das ja so kommen. Nee, Moment mal. Oh. Ja. Irgendwann muss das ja so kommen. Oder kam ich von ganz oben? Ja, natürlich. Oh, Leute. Das sind alles nur Gerüchte. Meine alten Gehirnzellen. Das war doch seine Entscheidung. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Morgen, Roland. Na, gut geschlafen? Ja, es geht so, Ralf. Und du? Wirklich? Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ganz gut geschlafen. Danke. Und, hast du den Arrest gut überstanden? Lassen wir das lieber. Gut, von mir aus. Weißt du schon das Neueste? Da ich gerade erst aus dem Arrest gekommen bin und es mir noch keiner mitgeteilt hat, nein. Aber was soll schon großartig passiert sein? Auf Artanus ist doch sowieso nicht viel los. Also was ist es? Haben sich die Wölfe wieder ein paar Schafe geholt oder sind wieder ein paar Lurker zu nah ans Dorf gekommen? Nein, völlig falsch. Etwas ganz anderes. Oder hat Marbot wieder neue Tagesbefehle verkündet, damit wir wieder beschäftigt werden? Nicht, dass ich wüsste, aber das wäre doch wirklich nichts Neues. Na, was ist es dann? Mach es doch nicht so spannend. Hat Marbot vielleicht endlich einen vernünftigen Wachdienstplan eingeführt? Am besten ohne Nachtdienste. Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Glaubst du das wirklich? Nö, das wird sich wohl niemals ändern. Ich würde zu gerne wissen, wem wir diesen blöden Plan zu verdanken haben. Soviel ich weiß, gibt es den bereits ziemlich lange. Hat wohl irgendein Vorgänger von Marbot eingeführt. Wahrscheinlich irgend so ein Schreibtischtäter, der vom echten Soldatenleben keine Ahnung gehabt hat. Ja, sehr wahrscheinlich. Na, dann sag schon, was ist denn dann so Aufregendes passiert? Ein Schiff ist in unserem Hafen eingelaufen. Ach. Ein Schiff? Na, das ist wirklich etwas Neues. Das letzte Schiff, das vor Artanus ankerte, war die Esmeralda gewesen, die von Lord Hagen befehligt wurde. Und das ist schon einige Monate her. Und? Was ist das für ein Schiff? Es ist ebenfalls ein Kriegsschiff des Königs. Es ist die Albatros, die von Lord Baldwin befehligt wird. Sie kommt geradewegs aus Vengard. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Aus Vengard? Was gibt es Neues? Hält die Stadt der Belagerung stand? Was machen die Orks? Frag mich doch keine Löcher in den Bauch, denn es wäre eh umsonst, denn ich habe keine Ahnung. Wieso? Hast du denn noch mit keinem von der Mannschaft des Schiffes gesprochen? Nein, denn uns wurde streng verboten, das Schiff zu betreten. Vor einer Stunde, also sogleich als das Schiff vor Anker ging, sind Marbot und seine Offiziere an Bord gegangen. Das habe ich früher auch. Gerade erst kamen sie zurück und der Paladin Oliver verkündete sogleich, dass keiner an Bord dürfte. Es sei denn, er hätte den ausdrücklichen Befehl von Marbot dazu. Das liegt doch auf. Und hat Oliver den Grund genannt, warum Marbot befohlen hat, dass keiner an Bord darf?
Du kennst doch Marbot. Ich kann das nicht. Der hat doch noch nie seine Befehle irgendwie begründet. Man macht wieder mal ein ganz großes Geheimnis aus der Sache. Man muss auf jeden Fall bewacht jetzt Bertrand mit zwei weiteren Paladinen den Anlegesteg, damit keiner das Schiff betreten kann. Wer sich trotzdem Zugang zum Schiff verschaffen will, muss mit den allerschlimmsten Konsequenzen rechnen, wurde gesagt. Ich habe aber gehört, dass Lord Baldwin einige seiner Paladine zu Marbot senden will, um mit diesem über irgendwas zu verhandeln. Keine Ahnung über was, doch vielleicht bekommen wir ja über diese Gesandten heraus, was in Vanguard los ist. Genauso aber würde mich allerdings sehr interessieren, warum die Albatros überhaupt hier vor Anker gegangen ist und was ihr nächstes Ziel ist. Aber das, denke ich, wird wohl noch ein größeres Geheimnis sein. Los. Okay, und sonst gibt es noch... Der labert. Und? Sonst irgendwelche Neuigkeiten? Oh, der Eiche Mist. Nein, außer dass ich wieder einmal so seltsame Geräusche aus dem obersten Turmzimmer gehört habe. Klang richtig gruselig, sage ich dir. Aha, wieder mal unser geheimnisvoller Alchemist. Was treibt der da oben bloß? Das möchte ich auch gerne wissen. Aber vielleicht auch nicht. Am besten hat man nichts mit dem zu tun, was der Kerl so treibt. Wieso? Hast du etwa Angst vor ihm? Na, geheuer ist mir das Ganze nicht. Ich muss zugeben, dass der Kerl mir richtig unheimlich ist. Vielleicht steht er ja sogar mit Belja im Bund. Also jetzt hör aber auf. Wenn das so wäre, dann würden sich die Paladine bestimmt nicht mit ihm abgeben. Die Paladine? Nun, das sind doch in erster Linie nur Marbot, Oliver und Herbrand. Die anderen Paladine haben doch auch keinen großen Umgang mit ihm. Und von uns Waffenknechten geht nur Bruno zuweilen zu ihm rauf, um ein paar Tränke zu holen. Na, ich bin froh, dass ich nicht zu dem Kerl geschickt werde. Okay. Das hätte er doch besser wissen müssen. Also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass hier Action ist. Jetzt kommt zum Beispiel Gottfried, rennt da rum. Also ist richtig geschäftig hier, das finde ich klasse. Auch die Türen, Hammer. Dann haben wir natürlich hier das Großraumbüro, denke ich mal. Buchkommode. Ich könnte dir sagen, soll ich jetzt alle Bücher durchlesen? Was haben wir denn hier? Ausgebrannte Fackeln, Bürste. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Lass ich mal liegen, mal gucken. Fange ich jetzt mit dem Buchkommode an? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Die große Seeschlacht. Genau, das habe ich auch in gesagt. Der letzten Phase des zweiten Notanischen Verentinischen Krieges trafen die beiden feindlichen Flotten vor Athanos zusammen. Der Feind zuerst. Sogleich begann dieser, um sein Heer an Land setzen zu können, mit seinen Schiffskanonen den Hafen zu bombardieren, doch richtete dies kaum Schaden an. Auch mehrere Landungsversuche der Varanta scheiterten und mussten schließlich aufgeben. Genau das habe ich auch gesagt. Es war vor allem der Verdienst des damaligen Kommandanten von Athanos, Lord Sintram, dass der Feind bis zum Eintreffen der königlichen mythanischen Flotte Athanos nicht erobern konnte, als schließlich diese vor Athanos antraf. Varentinische, so schwere Verluste, dass sie bis zum Ende des Krieges kaum noch eine Rolle spielte. Innos sei dafür gepriesen. Das war doch seine Entscheidung. Ja, ich werde jetzt nicht die ganzen Bücher vorlesen, das können wir immer mittendurch mal machen. Ich will auf jeden Fall schon mal raus. Ride, Ralf, der Laber-Ralf. War er doch, ne? Ist doch jetzt wieder ein anderer. So, das ist die große Halle mit Gottfried und einem Thron. Soll ich mich da mal reinsetzen? Oh, geht ja. So, liebe Leute. Es war genau so, wie du sagst. Okay, ich steh wieder auf. Er stellt sich das immer so einfach vor. Gut. Sind das denn wichtige Ritter? Nein, nicht so ganz. Noch ein Ritter, noch ein Ritter. So, ach wie toll. Jetzt endlich sehe ich mal frische Luft und sehe die Sonne, dachte ich. Aber es regnet. Gut. Toll. Sehr nass hier. Für diese Folge sage ich mal Tschüss. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Seid dabei, Daumen hoch, abonniert mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.